Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships und mit dem Replay. Heute gönnen wir uns mal ein bisschen Schlachtschiff-Power mit der Kurfürst von Mandalore 86 aus meinem Clan Alkbar bei Warships eingesandt. Vielen Dank. Da bin ich natürlich gleich doppelt gespannt, was du hier reißen wirst. Aber du bist nicht allein. Nein, noch eine andere Kurfürst haben wir dabei. Und so, bevor wir jetzt hier wieder großartig was verpassen und ich gleich wieder die Flames bekomme, dass wir jetzt einen 1350 Damage-Hit nicht gesehen haben. Ne, Montana haben wir noch dabei. Das wollte ich noch nachreichen. Aber er kommt ja eben schon hier auf die Gegner rüber. Die Demoin. Aber auch da kein dicker Treffer. Wie gesagt, gerade der Beginn ist hier einfach immer fucking langweilig. Kann man sagen, wie es ist. Und ja, aber es gibt ja eine Person, die sich immer daran stört, dass ich spule und jetzt so einen ganz wichtigen Hit, wie gerade eben gesehen, nicht zu sehen bekomme. Dieser essentielle 1350er Damage. Da weiß ich jetzt schon, da kriege ich gleich wieder böse Nachrichten, aber sei es drum. Wobei, jetzt schauen wir natürlich mal, was er da drüben so reißen kann und reißen wird, aber alles noch nicht wirklich, ja, zwingend will ich es mal nennen. Vielleicht jetzt die Amagi. Da hat er, glaube ich, ein Ziel, was sich jetzt nicht großartig bewegt. Im Sinne von irgendwelche Schlenker macht. Deutlich Fahrt reduziert. Nur noch 7,5 Knoten, Viertel Fahrt. Boah, schaut mal, was da rüberfliegt. Ja, Wahnsinn. Ah, schade, dass das in Anführungszeichen nur 5400 waren. Also, wenn da beide Kurfürst so richtig getroffen hätten. Oh, das wäre natürlich schon eine Nummer geworden. Aber Amagi, alles nochmal aus ihrer Sicht gut gegangen. So, und da jetzt auch wieder nicht so was Hohes dabei, aber das wird schon. Muss nur aufpassen auf den Zerstörer vor sich. So, jetzt macht er hier mal die hydroakustische Suche an, um da ein bisschen mehr Blick und Sicht zu bekommen. So, jetzt aber komm mal, dicker Treffer auf die Rhone wäre jetzt schön. Oh, das gibt sich so einen Streifschuss in Anführungszeichen. Da hätte ich schon fast mehr gesehen und ja, die andere Kurfürst hat da die Rhone deutlich besser getroffen. So, wir mal, was mit der Montana jetzt passiert. Komm, Junge, jetzt wollen wir mal 28.000 Damage schon gesehen. Jetzt 32, aber das ist alles noch nicht so, wie ich jetzt sage, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Da bin ich ganz ehrlich. Ich will jetzt mal so einen richtigen Knaller sehen. Vielleicht jetzt mit der Demoin endlich mal. Die schauen gar nicht schlecht aus. Ja, 10.000, die nimmt man doch mit. Also mit 10.000, da kann man schon ganz anders arbeiten. So, was ist mit der Kurfürst? Komm,
Eine Zitadelle will ich jetzt mal langsam fliegen sehen. So. Ja. In Summe 11. Das ist alles nicht schlecht, aber jetzt da ist nicht so der Hit dabei, wo ich jetzt sag so. Wow. Oh, Torpedos. Ah ja, gut. Die fließen weit vorbei. Das ist kein Problem. So, und jetzt die Montana, die ist nicht weit weg. 11,5 Kilometer. Das könnte jetzt vielleicht doch mal ein ganz anderer. Ja, jetzt! Wow! Sowas will ich sehen! 3 Treffer! Über 40.000 Schaden! Sowas! Dafür sind wir hier da und dafür schauen wir uns die Replays an, um solche Treffer zu sehen. Holy moly, geile Nummer! So soll das. Vielleicht gleich den nächsten. Die Lu Yang, die hat nicht mehr viel. Ja, auf die geht er jetzt schon gar nicht mehr. Er hat sich schon erledigt. So, jetzt geht's weiter. Was haben wir denn da noch Schönes? Oh, die Montana, die fährt auch schön seitlich. Da schauen wir mal, was er da anstellen kann. Ja, tendenziell nicht so schlecht. Und da, ja, noch eine Zitadelle. Jetzt geht's. Jetzt fliegen sie so, wie wir sie sehen wollen. Und nochmal eine. Ja, jetzt trifft er sie. Jetzt hat er auf einmal plötzlich die Zitadellen, den Zitadellenmodus für sich entdeckt. Kaum macht man einmal über 40.000 Schaden, geht's auch. So, ja. Friedrich der Große dreht da noch. Mogami, auch ein sehr schönes Ziel eigentlich, aber Montana vielleicht ein bisschen langsamer, dadurch leichter zu treffen. So, Mogami, jetzt nochmal. So, und jetzt die Montana. Mal schauen. Da hydroakustische Suche wieder aktiv. Das Gefecht selber ist unglaublich knapp. Gegnerteam 5 Schiffe, sein Team 5 Schiffe. 2 Cap-Bereiche in seiner Hand oder in seines Teams Hand. Der Gegner hat einen. Also da ist noch alles drin, muss man sagen. Im Chat geht es auch einigermaßen hoch her. Da ist einer so gar nicht zufrieden mit der Leistung von seinem Team. So, was mit der Salve? Komm, jetzt sind auch die Sekundären am Schießen. Auch die ersten 2 Zieltreffer eben dieser. Er geht auf die Des Moines. Obwohl von vorne da Unheil in Form der Montana droht und auch Friedrich der Große natürlich nicht weit weg ist. Schauen wir mal da drüben, Des Moines. Da trifft noch nichts. Ja, jetzt wird es wirklich gleich richtig spannend. Er hat noch volle Hitpoints. Das ist natürlich ein großer Vorteil. So. Oh, schöner Treffer jetzt hier. Und jetzt wird es mit der Montana mal gleich richtig spannend. Aber er bleibt hier weiter auf der Friedrich.
Die Montana hat hier nicht mal die Rohre zu ihm gedreht, aber er ist hier noch 7 Sekunden im Reload. Jetzt hat er gleich einen schlechten Winkel, das hätte er vorher vielleicht drauf aimen sollen. Ja, das war leider nichts, aber die Sekundären sind jetzt alle richtig am Loslegen. Aber wie gesagt, die Salve hätte ich mir aufbewahrt, wenn ich an der Montana vorbeifahre. Naja, jetzt ist er auf jeden Fall trotzdem weg. So, und jetzt dem Moin, schon 102 Treffer der Sekundären, ein abnormales Schützenfest gerade. So, dem Moin ist jetzt kurz vor dem Untergehen, jetzt nochmal ein Brand. Wahnsinn, jetzt hat er jeden um sich rum, jetzt konnte er hier die dem Moin da mit dem Brand abfackeln. Kagero natürlich jetzt von vorne, da sind große Gefahren durch Torpedos, die sind auch schon da im Wasser. Die kommen jetzt auf ihm zu. Leider konnte er die nicht versenken. Torpedos treffen jetzt. Oh, 20.000 Schaden. Hüllenbruch. Jetzt hat er da. Kann hier auch gerade nicht mehr reparieren. Nicht heilen. Gar nichts. Komm, die Kagero, die muss weg. Aber er will auf die Montana wohl nochmal eine letzte Salve raushauen. So sieht's aus. Kagero ist da zerstört. Jetzt nur noch hier. Die wollen, aber da konnte er nochmal zwei Zitadellen rausklatschen und hat nochmal für ordentlich Schaden gesorgt, wo er auf 240.000 Damage gekommen ist. Wirklich sehr, sehr schön. So, dann schauen wir mal, was hier bei der Montana noch passiert. Die Schüsse von der Shimakaze, die wir hier gerade gehört haben, fliegen jetzt hier auf die Montana rein. Shimakaze bleibt weiterhin drauf. Lu Yang natürlich auch aus dem Hinterhalt drauf schießend. Torpedos fließen jetzt rein. Aber da kommt die Montana noch gut rum. Die nächsten schauen dann schon besser aus. Da dürfte einer oder sogar zwei treffen. Einer trifft schon mal ordentlich von hier drüben jetzt die Schüsse. Shimakaze haben wir hier den Sound, beziehungsweise, nee, das war jetzt gerade Lu Yang, das ist leider immer so ein bisschen noch mit dieser freien Sicht ein wenig verwirrend. Lu Yang zündet jetzt den Rauch. Und hier die nächsten Torpedos, aber da dreht die Montana hart bei, deswegen die Lu Yang Torpedos, die treffen kein Stück weit, aber jeder schießt auf die Montana, jeder will da noch ein Stück davon für sich gewinnen. So, jeder schießt und aus dem Hinterhalt auch die Hindenburg. Schüsse kommen gut rein, treffen auch da so ein bisschen, aber alle noch nicht so zwingend. Jetzt sage ich aber schon mal Tschüss, denn die Runde ist gleich beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, alles Gute, euer Alcaramba. Achtet auf die Tickets übrigens.